tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Durengard vor. Durengard ist die Weiterentwicklung von Grammokless und Duokless und hat wie dieser einen Stahl-Geist-Typ, wodurch er eine Schwäche gegen Feuer, Boden, Geist und Unlicht, eine Resistenz gegen Pflanze, Flug, Psycho, Stahl, Gestein, Fee und Eis, eine Doppelresistenz gegen Käfer sowie eine Immunität gegen Kampf, Normal und Gift hat. Durengard hat mit Taktikwechsel eine einzigartige Fähigkeit, die ihn zwischen seiner Schild- und Klingenform hin und her wechseln lässt. In seiner Schildform hat er enorme Verteidigungswerte und in der Klingenform dementsprechend enorme Angriffswerte. Er wechselt die Form je nach verwendeter Attacke. Offensive Attacken lassen ihn in die Klingenform wechseln. Königsschild bringt ihn in die Schildform und andere Statusattacken lassen seine Form unverändert. Die EV verteilen wir bei Durengard voll in KP und Angriff, dazu ein mutiges Wesen, um den Angriff zu maximieren und die Initiative zu minimieren. Dies tut man, da Durengard im Normalfall nicht schneller sein will als sein Gegner. Die letzten 4 Punkte packt man in einen der beiden Verteidigungswerte. Im Moveset benutzt ihr hier Sanctoklinge, Schattenstoß, Königsschild und Schwertanz. Kampf und Geist geben Durengard perfekte Neutral-Coverage gegen alle Pokémon. Königsschild lässt ihn ein wenig mit seiner Fähigkeit spielen und Schwertanz boostet seinen sowieso schon enormen Angriff noch weiter. Als Item kann man Durengard viele Dinge in die Hand drücken. Ein Luftballon lässt ihn vorübergehend seine Bodenschwäche neutralisieren. Überreste und Citrobeere geben ihm ein wenig Heilung, der Schwächenschutz boostet seine Angriffswerte noch weiter, wenn er von effektiven Attacken getroffen wird, und eine Prunusbeere schützt ihn einmalig vor Statusveränderungen. Seine Spielweise ist eher komplex und erfordert eine Menge Prediction von beiden Spielern. In seiner Schildform kann es ohne weiteres einen Schwertanz boosten. Greift der Gegner mit Kontaktattacken an, so kann man allerdings auch erstmal ein Königsschild verwenden, um seinen Angriffswert um 2 Stufen zu senken. Und dann boostet, während der Gegner jetzt nur noch mit halber Stärke draufhaut oder auswechselt. Ist euer Gegner nun recht bulky, so nutzt ihr Sanctoklinge zum Angreifen. Da Durengard wahrscheinlich sowieso langsamer ist, bleibt er in der Schildform, bis er selbst angreift und kassiert nochmal relativ wenig Schaden. Mit Schattenstoß könnt ihr euren Gegnern dann mit einer Prio-Attacke den Rest geben, bevor er ein weiteres Mal draufhauen kann. Passt hier nur auf, falls euer Gegner ebenfalls Prio-Attacken beherrscht, und nutzt in diesem Fall Königsschild, um wieder in eure Schildform zu kommen. Da alle Prio-Attacken, die Durengard überhaupt noch treffen können, physisch sind und Kontakt herstellen, könnt ihr so den Angriff eures Gegners wieder verkrüppeln. Mit einem anschließenden Schattenstoß könnt ihr euren Gegner dann immer noch ausschalten, da er entweder wieder auf eine Prio geht, die nun nur noch mit halber Stärke in die Schildform geht, oder aber mit einer anderen Attacke langsamer ist und vorher am Schattenstoß drauf geht. Das Ganze hat natürlich auch seine Nachteile. Durengard ist ohne Prunusbeere nämlich extrem anfällig gegen Statusattacken aller Art, vor allem Konfusstrahl und Irrlicht, da Königsschild nur offensive Attacken abblockt. Des Weiteren kann ein Gegner mit einer Königsschilde richtig predicted sich selbst boosten und Durengard anschließend mit einer Attacke aus dem Spiel nehmen. Wenn ihr merkt, dass euer Gegner gut predicten kann, so weicht gelegentlich ein wenig vom üblichen Angriffsmuster von Durengard ab und greift hier auch zweimal hintereinander mit Sanctoklinge an, auch wenn ihr damit riskiert, in der Klingenform getroffen zu werden. Aber euer Gegner wird das Schild predicten und womöglich nicht einmal angreifen. Mit und gegen Durengard zu spielen erfordert eine Menge Skill. Durengard kann, wenn es gut kommt, ein ganzes Team im Alleingang sweepen, aber auch total auseinandergenommen werden, bevor es überhaupt was machen kann, wenn es schlecht läuft. Zu Teamoptionen gilt dasselbe wie für fast alle Setup-Sweeper. Baut kein Team um Durengard, sondern baut Durengard in ein Team, welches noch einen guten Setup-Sweeper benötigt. Das war's jetzt von meinem Durengard und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.